Das Börsenradio Nummer 1. Börsenradio Network AG. Heiko Thieme spricht Klartext. Der Heiko Thieme Club. Heiko Thieme, globaler Anlagestratege. Es gibt einige Meldungen, die wir besprechen müssen. Wir schauen in die USA, wir schauen nach Europa und natürlich in den DAX. Aber beginnen wir mit den USA. Herr Thieme, Trump macht angeblich Platz. Das ist eine der Meldungen der Nacht. Kommt da jetzt doch noch die Einsicht oder wie sehen Sie das? Es kommt nicht die Einsicht, es ist einfach die Realisierung, dass seine Strategie nicht aufgeht und dass er sich, je länger er wartet, er sich noch unmöglicher macht. Er bleibt zwar bei seiner Basis als der Held bestehen, aber auf der politischen Seite kommen jetzt immer mehr auch Republikaner. 9 sind es bereits an der Zahl von den 51 republikanischen Senatoren, die jetzt klar gesagt haben, wir müssen zur Realität zurückgehen. Und all das, was Trump an Finessen und pervertierten Finessen, kann man sagen, wie es ja hier ans Tageslicht getreten ist, vorhatte, geht also nicht auf. Selbst bei den Wahlmännern wollte er ja Manipulation vornehmen. Er hat sich wie in einem sehr, sehr niedrigen Schwellenland sich bewegt. Wir sprechen früher immer von der Bananarepublik. So hat sich Amerika aufgeführt und hat natürlich jede Glaubwürdigkeit verloren, sodass das Jahre oder Jahrzehnte dauern wird, wenn Amerika jemals den Finger erhebt und sagt, hier, das dürft ihr nicht machen, würde man sagen, wie habt ihr es denn gemacht? Biden wird zwar eine ganz andere Richtung einschlagen, aber auch er muss sich diese Rüge gefallen lassen, weil es eben sein Vorgänger war, nicht wahr? Der ja legal an die Macht gekommen ist, nicht wahr, ins Weiße Haus gekommen ist und sich bisher gesträubt hat. Aber wichtig ist, wir kommen jetzt zur Tagesordnung über, die notwendigen Gelder fließen zu, es sind 6 Millionen, die hätte auch zum Beispiel ein Mike Bloomberg ihm aus der Portokasse bezahlen können, aber dann würde das wieder als Manipulation vielleicht angesehen werden. Also das läuft auf der finanziellen Seite und jetzt kommt die Personalpolitik nach vorne und jetzt kommt ganz wichtig das Einschimmern sozusagen in die Realität, indem man eben an allen Nachrichten mit teilnimmt, damit der Übergang am 20. Januar möglichst weich, nahtlos übergegangen werden kann, denn ansonsten sind das Riesenprobleme. Mal anders ausgedrückt, und ich bitte das nicht falsch verstehen, wenn wir einen potenziellen, echten Gegner hätten in den USA, wäre das die ideale Zeit gewesen, um einen Angriff, ob per Terrorakt oder per militärische Sache zu machen, weil Amerika total, nicht wahr, zur Zeit zersplittet ist und die Koordinierung natürlich nicht da ist. Aber glücklicherweise kann man nur sagen, ist die Welt nicht in einer solchen Gefahr. Auch das sollte man als Positives ausdrücken. Wir werden einen Übergang haben am 20. Januar, der dann Erfolg verspricht und der natürlich dann auch mit dem neuen Team von Biden eine ganz andere Richtung bringt. Amerika dreht sich um 180 Grad am 20. Januar und in China eine positive und nicht negative Richtung. Ja, dann wollen wir dieses Personal doch mal besprechen. Es wird ja immer mehr bekannt, Joe Biden bastelt an seinem Kabinett. Ein Highlight, Janet Yellen ist zurück. Erstmals soll eine Frau Finanzministerin werden. Eine alte Bekannte an der Börse, wir kennen sie ja schon, sprechen wir bestimmt gleich nochmal drüber. Wir haben John Kerry, noch einen alten Bekannten, der wird Klimabeauftragter. Alejandro Mayorkas wird Minister für Heimatsicherheit mit hispanischem Hintergrund, auch das ein Novum. Erstmals eine Frau als Spitze der Nachrichtendienste, also Director of National Intelligence, Ex-Obama-Beraterin Avril Haines. Also da sind doch tatsächlich, ja, ich will fast schon revolutionäre Personalpolitik, die Joe Biden da aufstellt. Sie haben jetzt gesagt, die Politik wird sich um 180 Grad drehen. Wie finden Sie diese Personalpolitik, die Joe Biden da gerade betreibt? Ich finde sie verständlich. Sie ist aus der aktuellen Situation her gesehen fast optimal, obwohl es hier auch echte Fragezeichen und Nachteile gibt, die ich gleich diskutieren werde. Aber hier sehen wir einen Mann, der fast 50 Jahre, genau gesagt 47 Jahre im politischen Geschäft tätig ist, der ein Kompromisskandidat, eine Person ist, der sagt, er hat Biden versteht eines in der Politik und auch übrigens im Privatleben, sollte auch in der Anlagestrategie übrigens, sollte man das beherzigen, wer extrem argumentiert und handelt, der läuft Gefahr, Schiffbruch zu erleiden. Er kann gelegentlich auch fantastische Siege erzielen. Aber wer sich mit allen Parteien einigt, also einen Kompromiss eingeht, mit dem keiner zufrieden ist, das ist ja die Definition des Kompromisses, aber jeder mit leben kann, der wird langfristig gesehen Ruhe schaffen und auf einer Erfolgsbasis sein, die zwar nicht spektakulär ist, was wie bei der Anlagestrategie, wer regelmäßig sich im ETF einkauft bei Schwäche und sich dann liegen lässt und wenn es extreme Ausschwankungen nach oben gibt, nicht wahr, wie wir es ja auch immer wieder proklamieren, auch mal Gewinne mitnimmt, denn das verarmt ja nicht und dann bei stärkeren Rückschlägen auch sich wieder
Disziplin einkauft, der wird Erfolg haben. Der wird zwar keine 200-300% erzielen, aber das kann man mit dem ganzen Portfolio sowieso nur ganz schwer erzielen. Es sei denn, man setzt auf eine Karte und dann heißt es alles oder nichts. Und das kann man am Roulette-Spiel an der Spielbank mal probieren mit 10 Euro und sehen, wie schnell das Geld dabei weg ist, nicht wahr? Und der einmal erworbene Gewinn kann dann sehr schnell wieder zerfließen. Also kurzum, ich finde es gut, was er gemacht hat. Frau Yellen ist fantastisch, eine sehr versierte Frau. Natürlich, jetzt kommt meine Kritik, das sind alles Leute, die im Pensionsalter sind. Ich habe Carrie letztes Jahr in Davos gesehen, nicht wahr? Ausgesprochen gut, aber natürlich auch etwas gealtert. Ein Mann mit einem enormen Erfahrungssatz, aber es ist verständlich, Biden umringt sich jetzt mit den Leuten, die er intensiv kennt, denen er vertrauen kann, die auch seine Marschroute verstehen. Wir sehen, um das Bild wieder zu nehmen, wir haben ein Boot auf dem Meer, was immer in die falsche Richtung gesegelt ist, nicht wahr? Um den Schiffsbruch zu vermeiden, sind wir jetzt von den Klippen wieder abgekommen und segeln jetzt mit dem Wind und nicht gegen den Wind, wie es Trump gemacht hat. Also das ist erfreulich. Und deswegen ist die Personalbesetzung bisher, was herausgekommen ist, absolut positiv zu sehen. Nur die Altersfrage drängt sich auf. Aber wir haben ein Glück, wir haben seine Stellvertreterin, nicht wahr, Pamela Harris, im Windschatten stehen. Und was immer mit einem 78-jährigen Politiker passiert, da ist natürlich die Gefahr einer Erkrankung, eines Ausscheidens, was auch, welchem Grund auch immer, gesundheitlich immer möglich. Dann haben wir eine deutlich jüngere Generation und dann wiederum eine neue Veränderung. Also dieses Schiff geht in die richtige Richtung. Und das sagt ja auch, wenn man so will, trotz aller Fragezeichen, die man haben kann, die wir nachher noch diskutieren werden, die Börse signalisiert das mit einem absoluten Aufatmen. Sie hörten einen Ausschnitt aus dem aktuellen Heiko Thieme Club. Das ganze Interview können Sie als Clubmitglied hören. Werden Sie Clubmitglied im Heiko Thieme Club, um erfolgreicher an der Börse zu handeln. Mehr dazu klicken Sie auf den unten stehenden Link.